Ich bin hier im Namen der Bundesarbeitsgemeinschaft, den Kindern von Tschernobyl. Und im Namen der ungeborenen und geborenen Kinder möchte ich heute sprechen. Ihr alle, ihr seid heute da, um zu zeigen, dass ihr aus der Atomkraft aussteigen wollt. Ich fahre jedes Jahr in Tschernobyl-Gebiete in Weißrussland. Dort herrscht ein unsichtbarer Krieg. Dieses Land hat all die Informationen über alles, was mit den Menschen in Japan geschehen wird. Olga kann heute nicht da sein. Ich traf Olga in einer kleinen Stadt, 150 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Seit Geburt im Bett von ihrer Mutter alle 30 Minuten gelagert. Als die Mutter die Bettdecke zur Seite zog, war da kein Körper einer 28-Jährigen, sondern der eines Kindes. Olga wollte Englisch lernen. Wir schickten ihr CDs, doch da war sie schon gestorben. Die Zahl der gesunden Kinder in Tschernobyl geblieben. Null. Zwischen unseren Gästen und Menschen, die wir kennengelernt haben, sind Menschen schon gestorben oder erkrankt, wollen keine Kinder mehr bekommen. Das wird geleugnet vom weißrussischen Staat, von den Energieversorgern auf der ganzen Welt, von der Atomenergiebehörde, welche seit 52 Jahren einen Vertrag hat mit der Weltgesundheitsorganisation, der sie mundtot macht. Krankheiten darf die WHO nicht sagen. Aber wir brauchen Mut, um die Wahrheit zu verkraften. Die Kinder von Tschernobyl kennen die Wahrheit. Die Kinder von Fukushima lernen sie noch kennen. Die Kinder von Tschernobyl wollen die Freiheit der Weltgesundheitsorganisation. Zu diesem Zweck sind wir morgen in Genf bei der WHO. Wer möchte, kann sich aufmachen nach Genf morgen. Von 15 bis 18 Uhr werden die Porträts der gestorbenen Tschernobyl-Liquidatoren auf dem Platz der Nationen aufgestellt und jeder trägt eine weiße Maske als Symbol der radioaktiven Verstrahlung. Nach 18 Uhr gibt es noch eine Zeremonie. Die Kinder von Tschernobyl laden ein, Genf zu einem ständigen Treffpunkt zu machen, jedes Jahr zum 26. April, den Tschernobyl-Jahrestag. Was wir brauchen, das ist ein Protest-Tsunami!